Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und Sie haben es leider ganz knapp nicht mehr unter den Weihnachtsbaum geschafft. Und kaum sind die Feiertage rum, sind Sie da. Drei neue Feuerwehrmodelle, drei auf einmal. Eines davon möchte ich euch heute genauer vorstellen. Und es handelt sich dabei natürlich um dieses kleinste gewöhnliche. Nein, ich konnte es mir nicht verkneifen. Er hier. Also, was haben wir heute? Wir haben ein HLF-10, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, einer etwas kleineren Normung als die bisherigen Fahrzeuge. Seit heute verfügbar im Shop. Dann die schwarz-rote Variante des Commander Heavy Rescue Fahrzeugs. Ich verlinke zum Produktvideo der weiß-roten Version. Auch dieses Set ist jetzt im Shop verfügbar und auch das werde ich zu einem anderen Zeitpunkt genauer vorstellen. Und schließlich dieses Ungetüm hier, 10 Noppen breit, im Original viele Tonnen schwer. Ein FLF oder sogar ein GFLF, ein Flugfeldlöschfahrzeug oder ein Großflugfeldlöschfahrzeug. Das ist mal ein Brummer. Dazu die Typbezeichnung T52. Der kann einiges und es ist interessant, was der so für Anforderungen erfüllen muss. Davon möchte ich euch heute etwas mehr erzählen. Was ist die Aufgabe solcher Flugfeldlöschfahrzeuge? Naja, klar, wer hätte es gedacht? Schnelle und massive Brandbekämpfung auf Flughäfen und, falls sie angefordert werden, auch Brandbekämpfung außerhalb von Flughäfen. Und diese Fahrzeuge müssen viele Dinge auf einmal können. Das bedingt ihre Bauform. Also erstmal, Sie müssen auf einem Großflughafen jeden Punkt des Flughafens binnen 3 Minuten erreichen. So ein Flughafen wie Frankfurt ist schon mal ziemlich groß. Das heißt, die haben eine sehr starke, die sind in der Lage, sehr schnell zu beschleunigen und diese Monster fahren bis zu 140 km/h schnell. Außerdem müssen sie sehr geländegängig sein, denn wenn sie mal irgendwie über die Grünfläche müssen, weil irgendwas ins Kiesbett gerutscht ist oder so, ich meine, man will sich solche Unglücke auf dem Flughafen ja gar nicht genau vorstellen mit dem ganzen Kerosin und so, aber es kann passieren, die müssen sehr geländegängig sein, sie müssen sehr schnell ausrücken und es gibt auch aus Sicherheitsgründen, es gibt keine Hydranten auf den Flugfeldern selbst. Also zwischen den Pisten, da ragen keine Hydranten aus dem Boden, behauptet zumindest Wikipedia. Entsprechend müssen die alles an Löschwasser mit sich führen. In ein solches Fahrzeug passen bis zu 15 Kubikmeter Wasser, 15.000 Liter. Und diese 15.000 Liter, die werden dann hier schön quasi per Joystick aus dem Inneren des Fahrzeugs heraus durch verschiedene Spritzen an Ort und Stelle gebracht. Solche Fahrzeuge haben oft auch interessante Selbstschutzeinrichtungen, so Beregnungen nach unten beispielsweise, falls die über durchbrennende Lachen durchfahren müssen. Sehr interessante Teile. Die sind auch oft breiter als 3 Meter. Das sieht man jetzt hier auch mal ganz schön. Die können breiter als 3 Meter sein. Das darf ein Fahrzeug im deutschen Straßenverkehr nicht, ohne dass es dann per Überbreite, Schwerlast und so weiter polizeilich geschützt mit so Begleitfahrzeugen wie dem da über die Autobahnen fährt. Aber die fahren nicht über Autobahnen, die fahren auf Betriebsgelände, prinzipiell auf Betriebsgelände der Flughäfen und dort können sie mehr oder weniger so breit sein, wie sie wollen und wie noch praktikabel ist. Das heißt, wir haben große Fahrzeuge, die alleine 15 Tonnen Wasser und Löschmittel, Schaum und so weiter noch mit sich rumführen und die schnell sein müssen, die schnell beschleunigen müssen. Deswegen werden die oft auf Spezialchassis gebaut, auf Chassis von militärischen Fahrzeugen oder von Spezialfahrzeugen, die halt ganz spezielle Autobauer
genau dafür entwickeln. Das sind auf jeden Fall ganz, ganz tolle und hochgerüstete Maschinen. Und wir haben hier jede Menge Klappen. Und wir haben hier hinten noch eine. Hier drüben haben wir auch welche. Aufgrund des Formats werden die hier alle ganz klassisch, und das finde ich immer besonders schön, aus Noppensteinen gebaut. Diese Spezialteile hier sehen auch immer sehr schön aus, ne? Klar. Aber ich finde es auch cool, wenn so Sachen dann tatsächlich aus Steinen gebaut werden. Da bin ich ein bisschen, vielleicht bin ich altmodisch, aber ich finde es schön. Hier oben drauf ist das hier schön versenkbar. Und auch so schöne Details, so ein Griebling. Und auch die Fahrerkabine ist gut zugänglich, finde ich. Hat tolle Reifen, tolle Schlappen, wie wir hier in Hessen für sowas sagen. Und das Modell ist mit einer kleinen Ausnahme auch ein wirklich stabiler und massiver Backstein. Hier vorne diese Fliesen, die sind auf eine spannende Weise angebracht, nämlich über so kleine Roboterarme, die hier in Position halten. Das ist die einzige Stelle, die ein bisschen wackelig sein könnte. Man sieht das auch hier, wenn man reinschaut, kann man so ein bisschen durchgucken. Aber es ergibt eine schöne Form und ist mit Ausnahme dieser kleinen Stelle nicht nur ein Displaymodell, sondern damit kann man tatsächlich über den Wohnzimmerteppich fahren und Einsätze auf dem Flughafen, auf dem Teppichboden simulieren mit den Kindern oder die Kinder allein. Ist also ein stabiles Fahrzeug. Und ich finde diese Flugfeldfahrzeuge halt spannend, weil sie groß sind, weil sie massiv sind, weil sie extrem schnell sind, weil sie natürlich deswegen auch stark motorisiert sind und weil sie all ihr Löschmittel bei sich haben müssen. Ich meine, so ein Fahrzeug, das hat jetzt meinetwegen 1000 Liter Wasser dabei und damit geht es halt gerade mal eine Minute lang los oder so und währenddessen werden Hydranten angeschlossen und dann pumpt das Fahrzeug halt weiter mit Wasser aus den Hydranten. Hier muss alles mitgeführt werden. Und das Ding muss auch in der Lage sein, in sehr gefährlichen Situationen sicher zu operieren. Das heißt, das kann alles aus dem Inneren des Fahrzeugs geregelt werden. Das Ding wird ferngesteuert von innen per Joysticks. Ist einfach ein sehr extremes Fahrzeug, finde ich. Und für ganz besondere Einsätze. Und ich meine, ich habe bisher nur in Stirb langsam 2, so einer der typischen Weihnachtsfilme gesehen, wie es aussieht, wenn ein Flugzeug brennt, aber das will man in echt, glaube ich, nicht haben. Ist ein sehr schönes Modell jedenfalls. Zusammengefasst ist das unser Flugfeldlöschfahrzeug T52. Ein Blue Brick Special mit der Setnummer 100271. Hat 748 Teile, einen Preis von knapp 38 Euro und ich messe kurz aus, wir haben eine Länge von 27 cm, eine Breite von 8 cm oder 10 Noppen und eine Höhe von 8 cm, solange dieser Auslieger hier eingeklappt ist. Breite von 10 Noppen, ich erwähne es an der Stelle noch einmal, unsere Feuerwache hat eine sehr große Fahrzeughalle, die ich letztens hier auch schon in die Kamera gehalten habe. Aber diese Fahrzeughalle hat Rolltore und die Rolltore sind 8 Noppen breit. Keine Noppe mehr, keine Noppe weniger. Dieses Flugfeldlöschfahrzeug passt nicht in unsere Fahrzeughalle. Es gehört aber auch nicht in so eine typische Feuerwache, das gehört in eine Flughafenfeuerwache und da stehen dann die Fahrzeuge halt in anderen Hallen. Da könnt ihr euch gerne was bauen, vielleicht mit so Klapptüren oder so. Mit den Rolltoren geht es leider nicht, denn die kann man nicht breiter machen als 8 Noppen. Höchstens, wenn man sie so quer einbaut. Na, das könnte man tun. Also, wir haben hier ein wirklich massives Fahrzeug. Wir haben hier auch ein ordentliches Gewicht. Das ist beeindruckend. Hier unten mit den Technik-Bricks stabil gebaut.
Und von den deutschen Feuerwehrfahrzeugen ist das natürlich das, ich sag mal, wirklich Extremste, das Ungewöhnlichste. Deswegen konnte ich es mir jetzt auch nicht verkneifen, zuerst ihn vorzustellen und danach das HLF 10. Von dem wird es in deutschen Feuerwehren um ein Vielfaches mehr Fahrzeuge im Einsatz geben als von diesen Flughafenfeuerwehrfahrzeugen. Aber egal, muss das sein. Ich hoffe, ihr findet das Modell und sein Vorbild so interessant wie ich. Und falls es euch interessiert, schreibt einen Kommentar, hinterlasst ein Like, das freut uns immer. Für heute war es das auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Denkt dran, neben diesem Fahrzeug ist auch der Commander Heavy Rescue in den Farben, wie sie beispielsweise die Feuerwehr Chicago hat, und das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 jetzt im Shop erhältlich. Jawohl. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben, Feuerwehrleute auch nicht. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr Noppensteine zumindest. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.